In den letzten Jahren hat sich das Bewusstsein FA1/4 die Zahnaufhellung und ästhetische Zahnbehandlungen stark erhöht. Viele Menschen streben nach einem strahlend weißen Lachen und sind bereit, dafür ein Viertel viel Geld auszugeben. Doch was ist der Unterschied bei den Kosten der Zahnaufhellung zwischen Europa und der Thai-Viertelkei? Europa gilt als teurer Ort FA1/4 ästhetische Zahnbehandlungen im Vergleich zur Thai-Viertelkei. In Ländern wie Deutschland, Frankreich oder der Schweiz kann die Kosten FA1/4 eine professionelle Zahnaufhellung schnell Hunderte oder sogar Tausende von Euro betragen. Dies liegt vor allem an den hohen Lebenshaltungskosten und Lahninen in diesen Ländern. In der Thai-Viertelkei hingegen sind die Kosten FA1/4 ästhetische Zahnbehandlungen deutlich gar ein viertelnstiger. Dies liegt zum einen an den niedrigeren Lebenshaltungskosten und Lahninen, zum anderen an der starken Konkurrenz im Gesundheitswesen, die zu gar ein viertelnstigen Preisen FA1/4 HRT. Viele Menschen aus Europa reisen deshalb in die Thai-Viertelkei, um sich dort die Zahni aufhellen zu lassen und dabei noch Geld zu sparen. Doch gar ein viertelnstige Preise bedeuten nicht zwangsläufig eine schlechtere Qualität. In der Thai-Viertelkei gibt es viele hochqualifizierte Zahnärzte, die mit modernsten Technologien arbeiten und A1/4 BER jahrelange Erfahrung A1/4 gehen. Viele von ihnen haben ihr Studium in renommierten europäischen Universitäten absolviert und sich anschließend auf ästhetische Zahnbehandlungen spezialisiert. Ein weiterer Vorteil der ästhetischen Zahnbehandlung in der Thai-Viertelkei ist die K1/4 Wartezeit. In Europa kann es oft Wochen oder sogar Monate dauern, bis man einen Termin bei einem Facharzt bekommt. In der Thai-Viertelkei hingegen sind die Wartezeiten deutlich K1/4, was besonders FA1/4 Menschen mit akuten Problemen oder Schmerzen wichtig ist. Ein wichtiger Aspekt, den man bei der Kostenkontrolle bei der Zahnaufhellung beachten sollte, ist die Nachsorge. Auch nach der Behandlung ist es wichtig, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen und die Zahni zu pflegen, um das strahlende Weihei zu erhalten. In der Thai-Viertelkei bieten viele Zahnärzte auch nach der Behandlung einen guten Service und sind jederzeit erreichbar, falls es zu Komplikationen oder Fragen kommt. Es gibt jedoch auch einige Nachteile bei der ästhetischen Zahnbehandlung in der Thai-Viertelkei. Einige Menschen sind besorgt A1/4 BER die Hygiene- und Qualitätsstandards in Thai-Viertelkischen Zahnkliniken. Es ist daher wichtig, sich im Voraus A1/4 BER die Reputation und Erfahrung des Zahnarztes zu informieren und gegebenenfalls Referenzen einzuholen. Ein weiterer Nachteil ist die Sprachbarriere. Nicht alle Zahnärzte in der Thai-Viertelkei sprechen fließend Englisch oder Deutsch, was die Kommunikation erschweren kann. Es ist daher ratsam, sich vorab A1/4 BER die Sprachkenntnisse des Zahnarztes zu informieren oder gegebenenfalls einen Dolmetscher hinzuzuziehen. Insgesamt lassen sich jedoch viele Vorteile bei der Zahnaufhellung in der Thai-Viertelkei finden. Neben den gar ein viertelnstigen Preisen und kurzen Wartezeiten bieten viele Zahnkliniken auch eine angenehme und entspannte Atmosphäre, in der sich die Patienten wohlfühlen können. Viele Menschen kehren daher regelmäßig in die Thai-Viertelkei zu A1/4 CK, um ihre Zahni aufhellen zu lassen und dabei auch noch einen schönen Urlaub zu genießen. Abschließend kann gesagt werden, dass die Zahnaufhellung in der Thai-Viertelkei eine gute Alternative zu den teuren Behandlungen in Europa darstellt. Mit gar ein viertelnstigen Preisen, hoher Qualität und kurzen Wartezeiten bietet die Thai-Viertelkei viele Vorteile FA1/4 Menschen, die nach einem strahlend weißen Lachen streben. Es ist jedoch wichtig, sich vorab gut zu informieren und die Reputation des Zahnarztes zu A1/4 feen, um eine erfolgreiche und sichere Behandlung zu gewährleisten.